Die Daseinsberechtigung der Vereinten Nationen ist der Schutz von fundamentalen Menschenrechten. Deswegen ist die UN ins Leben gerufen worden. Wir sagen, jetzt muss die UN auch ihrer Verantwortung gerecht werden, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschenrechte überall auf der Welt auch durchgesetzt werden können. In einigen Ländern klappt das nicht, das hat uns schon erklärt. Und wir möchten nun zeigen, dass wir die Lebenssituation der Menschen vor Ort verbessern können und gleichzeitig viele andere Vorteile haben. Ich gehe dann erstens auf die Hilfe für die Länder vor Ort ein. Ich möchte zweitens über die Glaubwürdigkeit der Vereinten Nationen sprechen und drittens dann darüber, dass der Westen, insbesondere die ehemaligen Kolonialherren, hier auch Verantwortung zeigen kann, Schuld wieder gut machen kann und insgesamt in Zukunft auch glaubhafter auftreten kann. Zunächst aber zu Melanie. Melanie machte sich Sorgen darüber, dass diese Staaten ein großes Eigeninteresse hätten, wenn sie nun dort möglicherweise involviert sind. Selbst wenn wir das mal annehmen, dann bleibt immer noch das, was Ruben gerade gesagt hat, dass Eigeninteresse nicht immer notwendigerweise schlecht sein muss. Wenn sowohl die Leute vor Ort profitieren, weil sich ihre Situation verbessert, als eben auch der Westen, wie ich zum Beispiel später nochmal zeigen werde, ebenfalls wieder an Glaubwürdigkeit gewinnen kann, profitieren alle. Wenn wir nichts machen würden, leben die Leute weiterhin in Armut und Unsicherheit und der Westen muss sich weiterhin mit dem Image in Verbindung bringen lassen, dass er damals diese Länder überhaupt erst in die Situation gebracht hat. Das heißt, wenn wir nichts machen, würden wir auch nichts erreichen. Ich glaube aber nicht, dass dieses Eigeninteresse besteht, denn genau deswegen sagen wir doch auch, es soll unter Kontrolle der Vereinten Nationen bestehen. Vereinte Nationen, nicht nur ein einzelnes Land. Und wir sagen deswegen auch, das hat Ruben noch am Anfang, glaube ich, auch erklärt, dass in dieser Übergangsregierung, die wir dort einführen wollen, eben Vertreter aus verschiedenen Ländern sind und nicht mehr als zum Beispiel einer aus einem Land, damit wir irgendwie Sorge tragen können, dass keine Einzelinteressen dort zu stark Gewicht bekommen. Du sprachst darüber, dass möglicherweise kein Vertrauen herrschen würde. Und was gibt es denn Glaubhafteres, was gibt es Vertrauenswürdigeres, als die Vereinten Nationen überhaupt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Lebenssituation von Menschen zu verbessern, Menschenrechte zu schützen? Das ist doch die Institution, welche denn sonst, die überhaupt irgendwie glaubhaft für Menschenrechte eintreten kann. Und das Problem Afghanistan, was du angesprochen hast, ist doch eher so rum, dass dort zu früh wieder einheimische Truppen an Macht gewonnen haben, bevor sich die Strukturen langfristig verbessert haben. Deswegen sagen wir doch auch, wollen wir so lange abwarten quasi, bis sich die Strukturen im Land so gut genug entwickelt haben, dass wir uns mit gutem Gewissens auch wieder zurückziehen können. Wenn es tatsächlich absehbar ist, dass es Leute vor Ort gibt, die jetzt selbst Verantwortung übernehmen können und diese auch gerecht werden können. Warum das der Fall werden wird, werde ich später nochmal genauer erklären. Sie sprach dann drittens noch darüber, dass es ja möglicherweise irgendwie da Stämme gäbe, die dann irgendwie unkontrollierbare Zustände dort hätten. Und da wüsste man gar nicht so genau, wie sind eigentlich die Zustände. Und erstens, ich glaube, das kann man jetzt schon ganz gut herausfinden, indem man dort hinfährt. Und zweitens kann man es wahrscheinlich noch viel besser herausfinden, wie die Zustände sind, wenn man erst einmal dort ist. Wenn man tatsächlich vor Ort ist und tatsächlich auch in der Verantwortung steht, sich darum zu kümmern. Ich glaube, das ist kein unlösbares Problem. Gut, komme ich nun zu meinem ersten Punkt, der Hilfe für die Länder vor Ort. Ruben hat schon erklärt, warum Menschenrechte in diesen Ländern verletzt werden und wie furchtbar es ist, in einem Land nicht in Sicherheit leben zu können, sondern permanent Angst zu haben, man würde vom Staat verfolgt werden, man könnte nicht sagen, was man möchte, man könnte nicht denken, was man möchte, man kann nicht machen, was man möchte. Und ich sage, dadurch, dass wir diese Grundrechte an dieser Stelle schützen, befähigen wir die Leute dazu, sich in Zukunft selbst zu helfen. Denn erst dann, wenn man das Gefühl hat, man kann in einem Land in Sicherheit leben, man wird nicht gleich dafür ins Gefängnis gesteckt oder sogar umgebracht, wenn man eine bestimmte politische Meinung äußert. Erst dann ist man auch überhaupt bereit und in der Lage dazu, sich selbst einzubringen in diesen Prozess des Aufbaus des Landes. Wir sagen, ein grundlegendes Problem, warum das derzeit nicht passiert, dass die Menschen sich selbst helfen können, ist, dass sie einfach Angst haben vor ihrem Staat, dass sie sich nicht trauen einzubringen. Und genau das können wir verbessern, indem wir die fundamentalen Rechte der Leute schützen. Wenn man in Angst und Sicherheit nicht mehr leben muss, sondern sich tatsächlich dann auf konkrete Maßnahmen, wie zum Beispiel Bildungsprojekte, die Ruben angerissen hat, konzentrieren kann, dann sagen wir, werden wir Leute auch tatsächlich in die Position bringen, sich hier engagieren zu können. Und das wird dann auch ganz und gar nicht zu Ablehnung irgendwie in der Bevölkerung führen, wie Melanie hier suggeriert hat. Wir sagen, die Menschen würden doch ganz besonders eher dankbar sein, wenn sie das Gefühl haben, die Situation, die schlechter kaum sein kann, wie zum Beispiel im Kongo, wie zum Beispiel in Somalia. Die werden in erster Linie dankbar sein, dass sich etwas verbessert, dass ihre Menschenrechte geschützt werden, dass sie nicht mehr in Angst und Sorge leben müssen. Und das Problem ist auch, dass euer Punkt der Nachhaltigkeit, den ihr gleich noch bringen wollt, auch nicht so ganz greift. Denn wir sagen, dadurch, dass die Länder jetzt tatsächlich befähigt werden, sich selbst zu helfen, indem wir ihre Grundrechte schützen, was sie dazu befähigt, tatsächlich selbst auch in der Regierung Verantwortung zu übernehmen, gleichzeitig aber sie jetzt nun auch einen gewissen Wissenstransfer mitbekommen, den Ruben auch schon angesprochen hat, durch die internationale Gemeinschaft, sind sie natürlich auch langfristig enger angebunden an die internationale Gemeinschaft, können möglicherweise Kontakte knüpfen mit den Leuten, die dort vor Ort sind. Und das kann insgesamt dazu führen, dass diese Länder langfristig stärker eingebunden werden in die internationale Gemeinschaft und dann langfristig eben auch in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Denn was wir doch derzeit zum Beispiel sehen, ist, dass obwohl die Kolonialisierung eigentlich vorbei ist, es nach wie vor einige starke Verflechtungen gibt, zum Beispiel in den französischsprachigen Kolonien wie zum Beispiel Mali und Frankreich. Deswegen sind die auch sehr beherzt dort reingegangen. Und wir sagen, dadurch, dass diese Abhängigkeit gerade noch besteht, ist es doch ohnehin noch problematisch für diese Länder, sich jetzt
aus dieser Abhängigkeit heraus zu befreien. Und wenn wir sagen, die Vereinten Nationen kommen von außen dahin und machen das insgesamt besser, haben wir im Endeffekt keinen Vorteil. Schließen wir. Wie behandeln die Vereinten Nationen? Ist es denn nicht so, dass die Vereinten Nationen erstens Resolutionen beschließen und dort Russland und China, die großen Menschenrechtsnationen, Vetomacht haben? Und ist es nicht zweitens so, dass sie außerdem wirtschaftlich nur agieren können, indem sie eben Konsortien da reinschicken, die wiederum von den Chefs der UN gebildet werden? Also, Also erstens, wenn ihr euch wirklich so krass daran stört, dass es jetzt der Sicherheitsrat ist, der das machen soll, dann denken wir darüber nach, dass es die Generalversammlung der UN macht. Was ihr uns zeigen müsst, dass es insgesamt immer schlecht ist, in diese Länder reinzugehen, wenn die UN damit zu tun hat. Und wir sagen, die UN ist auf jeden Fall das glaubwürdigste Organ, was wir überhaupt haben auf der Welt, um dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte geschützt werden können. Mein zweiter Punkt, die Glaubhaftigkeit der UN. Ich habe das bereits gesagt, die Existenzberechtigung der UN ist es tatsächlich dafür zu sorgen, dass Menschenrechte durchgesetzt werden. Und ich sage, das sollte nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben, sondern die UN sollte sich aktiv dafür einsetzen. Warum? Weil sie sonst natürlich in Zukunft wesentlich glaubhafter dafür sorgen kann, dass Menschenrechte in anderen Ländern durchgesetzt werden. Wenn sie dort nicht selbst involviert ist, wenn zum Beispiel die UN einfach nur versuchen will, Einfluss zu nehmen auf ein bestimmtes Land, indem sie sagt, Diktator X, mach doch mal bitte ein bisschen weniger schlimme Sachen in deinem Land, das kann sie natürlich viel, viel glaubhafter machen, wenn die UN selbst auch dafür sorgt, dass die Werte, die sie propagiert, auch entsprechend durchgesetzt werden. Drittens, der Westen kann nun ebenfalls in Zukunft wieder glaubhafter auftreten. Rum hat bereits gesagt, der Westen war es doch vor allem, der im 19. oder 18. Jahrhundert dafür gesorgt hat erst, dass diese Länder in diese krassen Missstände hineingeraten sind. Und der Westen kann nun dafür sorgen, diese Schuld wieder zu begleichen. Er muss sich doch jetzt, immer wenn er agiert, genau wie Melanie insinuiert hat, den Vorwurf machen lassen, er würde doch eigentlich nur eigene Interessen verfolgen. Dadurch, dass nun aber die internationale Gemeinschaft, in denen natürlich auch vor allem westliche Nationen eingebunden sind, zum Wohle der Menschen vor Ort dafür sorgen, dass Menschenrechte in Zukunft besser geschützt werden können, kann der Westen ja auch gewissermaßen seine Schuld von damals wieder begleichen und kann in Zukunft, wenn dieser Zwischenschritt der Wiederkolonialisierung überwunden ist, auch deutlich glaubhafter und ernstzunehmender in künftigen Konfliktregionen auftreten, einfach weil er nicht mehr sich den Vorwurf anhören muss, du willst doch eigentlich nur eigene Interessen vertreten, sondern weil sie tatsächlich das Leben, was die UN eigentlich möchte, nämlich die Rechte von Menschen schützen. Und weil wir das derzeit missachtet sehen und wir mit der UN, denken wir, ein vertrauenswürdiges Organ haben, welches diese Rechte schützen kann für die Öffentlichkeit. Vielen Dank, Tobi, für deine Rede und jetzt rufe ich